Geld regiert die Welt oder vielleicht doch nicht. Wenn es nach einigen renommierten Ökonomen geht, dann könnte das in Zukunft zumindest auf Bargeld nicht mehr zutreffen. Deswegen jetzt die Frage an Sandra Navidi, warum wollen Ökonomen das Geld denn abschaffen? Sie möchten die Zentralbank, die Geldpolitik effizienter gestalten, um das Wachstum anzuwerfen, damit die Leute das Geld nicht auf dem Sparkonto lassen, sondern in risikoreichere Investments gehen. Kann das denn tatsächlich funktionieren? Rein theoretisch als Gedankenkonstrukt ist das schlüssig. Und diese Auffassung teilen Sie oder teilen Sie diese Auffassung nicht? Ich teile diese Auffassung nicht, denn ich denke, das bringt viele Nachteile. Zum einen ist Giralgeld weniger wert als Bargeld. Zum zweiten ist man sozusagen den Finanzinstituten dann ausgeliefert. Wenn das Geld einmal dort auf dem Konto ist, dann kann man halt nichts mehr machen. Die Cybersicherheit ist auch ein Problem. Was ist, wenn da irgendwas passiert, sei es ein Angriff oder eine Fehlfunktion, dann haben wir überhaupt keine Möglichkeit, um die Dinge des täglichen Lebens zu bezahlen. Außerdem trägt das zum Überwachungsstaat bei, denn damit können unbegrenzt Daten gesammelt werden. Also die Nachteile, denke ich, überwiegen bei weitem die Vorteile. Das klingt ja regelrecht gefährlich, aber gibt es denn Alternativen zu diesem Konzept? Ja, man könnte daran denken, zum Beispiel sind die Löhne seit fast 40 Jahren kaum angestiegen, vor allen Dingen im Verhältnis zum Produktionsanstieg, der eigentlich gewaltig war. Also man könnte hier versuchen, die Firmen dazu zu bringen, einmal höhere Löhne zu bezahlen und durch die Besteuerung sie dazu zu bringen, dass sie mehr investieren. Und dann könnte man, apropos Besteuerung, natürlich auch sagen, diese legale Steuerumschiffung, dass sie tatsächlich nicht alles in Steueroasen unterbringen können, sondern dass sie besteuert werden und ihren fairen Teil zahlen dort, wo die Gewinne generiert werden. Könnte das denn in Amerika tatsächlich zum Thema werden und anstehen? Also hier kann ich es mir mittelfristig noch schwer vorstellen. Janet Yellen von der Fed hat das mal so vorsichtig angetestet, die negativen Zinsen. Aber ich glaube, die Amerikaner würden da auf die Barrikaden gehen. Danke für das Gespräch, Sandra Navidi.